Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Basler Beauty Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst Happy Birthday Basler Beauty. Die sind 50 Jahre alt geworden und haben für 59,99 € auch dieses Jahr einen Adventskalender auf den Markt geworfen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier drin haben werden. Ich habe den ja vor 2 oder 3 Jahren das erste Mal ausgepackt. Und die haben echt immer wieder richtig geile Sachen drin, ne? Und ja, das Design sind wunderschöne Weihnachtskugeln oder Farbtupfer, man weiß es nicht. Es ist ein Boxen-Adventskalender, was ich liebe und wir möchten mal hineinschauen. Zwischenebenen halten die Boxen davon ab, runterzufallen, was ich immer toll finde. Und hier haben wir jetzt den 1. Dezember ein relativ großes Produkt von Kera Silk Bodified Full. Volumizes. Volumizing Shampoo, 75 ml. Das finde ich gut, ich mag gerne Shampoos. Ja, hoffentlich haben wir dann auch eine Spülung hier mit dabei. Ein sehr, sehr cooles Verpackungsdesign, muss ich sagen. Ich halte mal kurz mein Näschen dran. Das riecht wie ein richtig schönes Friseurshampoo, muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, Basler Beauty ist ja auch Friseurbedarf, das heißt, wir haben hier sehr viele Haarprodukte. Ja, wir werden welche finden, hoffe ich. Am 2. Dezember haben wir ein kleines Produkt hier mit drin. Vor allem sind das auch so Marken, die ich jetzt nicht so hundertprozentig kenne. Das kenne ich aber von Dermalogica. Daily Microfoliant, das verwende ich nämlich aktuell. 4 Gramm von einem, ja, richtig cool, von einem Enzym-Peeling-Puder. Mag ich sehr, sehr gerne. Habe ich gestern Abend noch verwendet. Ich bin immer noch tatsächlich bei Dalton, bin ich ehrlich. Da könnt ihr auch mit Presale Claudi 20% auf den Adventskalender sparen. Wisst ihr Bescheid. Und ja, das ist ein gutes Produkt, definitiv. Ne? Also ich mag es gerne und wie gesagt, habe das in Anwendung und ich kann es empfehlen. Ja, ist ein schönes Pulver. Das von Dalton ist ein bisschen feiner und schäumt auch irgendwie mehr auf. Das ist ein bisschen anders, aber trotzdem ist es sehr, sehr angenehm zur Haut. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Oh, sowas feiere ich, ne? Ist das ein Versehen? Ich weiß es nicht. Ich habe hier 2 Handcremes drin. Nein, ich glaube nicht, dass das ein Versehen ist. Ich habe eine Handcreme von L'Occitane hier drin mit 10 ml. Die 20%ige Shea Butter Handcreme ist das nämlich. Und das zweite Produkt, was ich hier drin habe, ist nicht irgendwie ein doppeltes davon, sondern es ist die Fußcreme davon mit 15% Shea Butter. Und da sind 10 ml drin. Also Leute, das in einem 60-Euro Adventskalender, ein doppelt befülltes Kläppchen, feiere ich. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, die ist auch schön schwer. Sowas, ne, feiere ich generell. Also schwer bedeutet ja immer ein großes Produkt. Und das ist ein großes Produkt von Basler Premium. Also das ist die Eigenmarke davon. Beauty Hair Oil Shiny Gloss and Care. Und das ist eine Full Size, denke ich mal. Ne? 50 ml haben wir hier drin. Haaröl ist im Winter einfach vollkommen sinnvoll, weil du einfach viel Frizz hast und viel... Es ist alles sehr trocken und auch die Haare sind trocken. Und dementsprechend macht das auch bei mir. Und dann kommt das Haaröl und macht... Gott, lasse ich sowas in einem Video drin? Ich habe keine Ahnung. Der Tag vor Nikolaus, der 5. Dezember, ist tatsächlich eine Parfümminiatur, Leute. 5 ml von dem Bright Crystal von Versace. Ein Eau de Toilette. Ich sammle ja fleißig für einen Parfümminiaturen-Adventskalender, beziehungsweise ich denke ja 2 dieses Jahr. Und das ist wunderschön. Ich verwende die halt einfach nicht. Klar, ich könnte das umfüllen, ne, in so einen Sprayer und mir das dann halt auftragen. Finde ich aber schade drum, weil ich habe so viele von denen in den Adventskalendern, die ich so auspacke, sodass ich die einfach gerne mal irgendwann weitergeben möchte. Und sowas Krasses am 5. Dezember finde ich cool, ne? Dann schauen wir mal, was Nikolaus zu bieten hat. Ja, Skandal, Jean-Paul Gaultier Eau de Toilette pour Homme. Das wäre dann für Schatzi. Mal gucken. 10 ml habe ich hier drin. Und das dürfte richtig ein Sprayer sein. Das ist ja geil. Ich muss mir die Duftnoten mal durchlesen. Der ist ja eher so der Boss Bottled Mensch oder Tabak irgendwas, Tabak Original. Das riecht so gut. Skandalös. Vielleicht ist das was für ihn. Mal gucken. Ansonsten packe ich ja auch Männer-Adventskalender und da das an meinem Papa kann ich mir auch gut vorstellen. Die Nummer 7. Hier haben wir von Innersense I Create Hold. A Styling Gel for Hold and Shine. 59,15 ml. Ein Styling Gel ist jetzt nicht so wirklich was für mich, aber gehört auf jeden Fall auch in einen Haarprodukte-Adventskalender rein. Ne? Das basiert auf Aloe Vera und Honig. Interessant, interessant, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und die ist richtig schön groß.
Hier haben wir von Molton Brown ein Duschgel drin. Heavenly Ginger Lily, das passt ja volle Elle zu Adventskalender und Nikolaus. Und, ach Quatsch, Adventskalender und 100 Milliliter sind hier drin. Und das passt einfach, ne? Ingwer? Hallo? Oder ist Ginger Lily gar nicht Ingwer? In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas von Alcina freuen. Augen- und Lippencreme. Das ist ja toll. 15 Milliliter haben wir hier drin. Finde ich super, ne? Hast du direkt hier was für die Augen und für die Lippen mit am Start. Und es ist tatsächlich sehr, sehr häufig so, dass du Augencremes auch für die Lippen mitverwenden kannst. Und meine Güte. Ich sag's ja, der Basler Beauty Adventskalender, der hat echt was zu bieten, ne? Sollte man sich mal anschauen. Mal sehen, ob es in der Nummer 10 ebenso cool weitergehen wird. Das ist von Kevin Murphy etwas, jedenfalls kenne ich das Logo. Das ist ein Hydrate Me Wash von Kevin Murphy. 40 Milliliter, ein Shampoo. Na gut, das ist unser zweites Shampoo. Ja, so ein kleines Ding, ne? Aber Kevin Murphy ist auch so eine richtig schöne Friseurmarke. Cool. Hier habe ich jetzt den 11. Dezember in meinen Händen. Und da haben wir was von Corris drin. Renew Body Cleanser. Ein Körperpflegeprodukt. Sehr schön. 40 Milliliter. Das wird eher zitrisch riechen, wenn ich das hier so richtig sehe. Das soll erneuern und regenerieren. Santorini Grape. Also mit Traube ist das. Nee, Traube ist eigentlich ganz cool, ne? Schaut so aus. Ja, definitiv eine schöne Reisegröße. Kann man machen. Halbzeit. Die Nummer 12. Maison Francis Courdian Paris 724 Eau de Parfum. Bitte. Wie geil. 5 Milliliter habe ich hier drin. Ist da nicht auch dieses Baccarat Rouge von? Sind die nicht so mega teuer? Krass. Okay, das ist tatsächlich ein Sprayer, Leute. Das ist ja Hammer. Ich meine, guckt doch diesen Sprayer. Das finde ich witzig. Aber 5 Milliliter als Sprayer läuft, ne? Ich muss mir die Noten mal durchlesen, ob ich das mag. Aber das finde ich ja geil. Feier ich. Bin ich, also, gerade baff, muss ich sagen. Finde ich gut. Finde ich richtig, richtig gut. Gehofft ja, erwartet nein. Finde ich fein. Zur Halbzeit schaue ich so auf meinen Tisch und denke mir, ja, also, ne, 30 Euro wert müssten hier jetzt ja quasi stehen. Safe, gar kein Problem. Also, das ist krass. Die Nummer 13 macht jetzt die zweite Halbzeit auf. Und hier haben wir von Jill Sander Sun ein Perfume Shower Gel, ein parfümiertes Duschgel mit 30 Millilitern. Das ist einfach ein Duft, den ich mit meiner Kindheit verbinde, weil meine Mom den damals halt immer getragen hat, bis meine Eltern sich getrennt haben. Dann war es das mit dem Duft gewesen, denn manchmal sollte man da auch mal so einen Schlussstrich ziehen. Die Nummer 14 ist auch wieder richtig schön groß. Und hier haben wir was von Schwarzkopf Bonacure drin. Moisture Kick Spray Conditioner. Sowas mag ich so gerne. Für normales bis trockenes Haar 50 Milliliter. Und sowas mache ich mir gerne rein, nachdem ich geduscht habe. So als Leave-In. Ne? Also, dass ich auch besser durch die Haare durchkomme und die Haare dann, also die Längen und Spitzen dann noch ein bisschen mehr Pflege bekommen. Die Nummer 15 habe ich jetzt hier. Sensei, hallo. Die sind echt krass unterwegs hier. Extra Intensive Cream, 4,6 Milliliter. Das ist eine Gesichtscreme. Und ich hatte auch schon Augencremes von Sensei und die sind der Hammer. Einfach krass, ne? Und ja, 4,6 Milliliter ist nicht viel, ne? Das sind nicht mal 5 Milliliter. Aber ja, ja, es ist Sensei. Sensei ist super, super teuer. Ich glaube, das Ding ist sogar aus... Ist das Glas? Nee, das ist Hartplastik, oder? Ist halt so kühl, deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass es Glas ist, aber es ist wahnsinnig krass. Und in Adventskalender hat man einfach die Möglichkeit, dann auch einfach so ein paar hochpreisige Marken zu testen, die man sich sonst nicht unbedingt kaufen würde. Dann werfen wir mal einen Blick, wenn wir die Stimme wiedergefunden haben, in den 16. Dezember. Hier haben wir noch ein Haaröl drin, das ist jetzt das zweite Haaröl. Ja, okay, von Professional Sebastian Dark Oil, 30 Milliliter. Und das ist auch wieder ein Haarpflegeöl, was man sich dann in die Haare geben kann, um sie zu pflegen. Das macht ein Haarpflegeöl, Claudi. Dann werfen wir mal einen Blick in den 17. Dezember, sehr, sehr leicht. Das ist eine Woche vor Heiligabend. Dekorative Kosmetik gehört da rein. Ja, das ist von Lancôme die Hypnose-Mascara mit 2 Millilitern, Noir Hypnotic. Ich blende euch das Bürstchen mal ein. Das ist eine sehr, sehr schöne Mascara und ich finde es einfach super edel, dass sie hier drin enthalten ist. Für Leute, die sehr sensible Augen haben, könnte das ein bisschen schwierig sein, weil die relativ stark parfümiert ist. Aber ey Leute, ich finde es klasse, dass die hier drin ist. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Der 18. Dezember begrüßt uns mit offenen Armen und Barbour HSR oder HSR Lifting Anti-Wrinkle Cream. 15 Milliliter haben wir hier drin. Ja, nice, ne?
haben wir wieder eine Creme. Das ist jetzt die zweite Creme. Ja, finde ich okay, muss ich sagen. Drei von jeder Sorte. Ihr kennt meine Regel, sage ich jetzt mal, die ich dieses Jahr aufgestellt habe. Wussten die Leute nichts von, ne? Habe ich jetzt einfach mal rausgehauen. Aber nee, finde ich gut. Das ist auch eine hochwertige Marke, eine gute Marke. Und das sieht auch richtig edel von der Verpackung her aus. Ich meine, guck dir das mal an. Das ist so richtig erhaben auf der Umverpackung, ne? Schön. Der 19. Dezember enthält ein Elixier von System Professional, ein Lux Oil. Okay, das ist das dritte Haaröl. Jetzt reicht's. Reconstructive Elixier L4. 30 Milliliter sind hier dran enthalten. Auch hier wieder ein Haaröl, wie gesagt, ne? Ja, ist aber von einer guten Marke. Das ist ja eine Friseurmarke und dementsprechend finde ich das schön, dass es mit drin ist. Ich glaube, der 20. Dezember ist der größte hier, oder? Der eröffnet unseren Endspurt. Okay, ja, das Produkt ist jetzt nicht riesig, was da drin ist. Vella Ultimate Repair, ein Deep Conditioner. Endlich. Sehr schön. Step 2. 75 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ich habe mal irgendwann gehört, dass man die Schritte der Haarpflege so machen soll, dass du erst ein Shampoo verwendest, dann eine Haarmaske und dann den Conditioner. Mache ich seitdem, finde ich gut, gefällt meinen Haaren, ne? Kann ich auch so weitergeben und empfehlen. Und Vella Professional ist ja auch eine professionelle Marke, dementsprechend macht es Sinn, dass es hier mit drin ist. Der 21. Dezember enthält auch wieder ein Produkt für uns und das ist ein Nagelprodukt von Malu Wills. Ist das ein Nail Hardener? Fast and Strong. Okay, 9 Milliliter. Das dürfte eine Full Size sein. Also auch an die Nagelpflege wird gedacht. Ich finde es definitiv cooler, tatsächlich Nagelöl hier drin zu haben, als eine Handcreme, weil es einfach mal was anderes ist. Und das gefällt mir. Dann schauen wir mal, was der 22. Dezember zu bieten hat. Ein Spray. Oribe Dry Texturizing Spray. 29 Gramm sind hier drin enthalten. Ein Strukturspray, was du halt auch so ein bisschen als Trockenshampoo wohl nehmen kannst. Ich verwende ja nicht wirklich Trockenshampoo, weil ich jeden Tag bzw. jeden Abend auch meine Haare wasche. Einfach, weil ich hier auch immer diese Mütze trage und ihr wollt nicht wissen, wie es da drunter aussieht. Es ist halt so, ne? Wenn du ein paar Stunden hier sitzt und dann diese Mütze aufhast, das ist ein Spaß. Ja, deswegen wird die auch regelmäßig gewaschen. So muss das auch sein. Nein, alles in Ordnung. Verwende ich nicht, wird weiter wandern, aber ich weiß, dass viele sich drüber freuen und auch in den Haar-Adventskalender gehört tatsächlich auch ein Trockenshampoo. Die Nummer 23. Was dürfen wir am Tag vor Heiligabend machen? Viele Adventskalender packen dort ein Duschgel rein, weil man sollte vielleicht noch einmal vor Heiligabend duschen gehen. Finde ich immer ziemlich witzig, muss ich ehrlich sagen. Hier haben wir ein Authentic Beauty Concept Hydrate Cleanser, 50 Milliliter. Das dürfte einfach mal ein Shampoo sein, ne? Haare waschen vor Heiligabend ist auch eine gute Sache. Das ist jetzt unser drittes. Deswegen passt das vollkommen. Finde ich okay. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt auf Heiligabend, was ich ja ganz cool finden würde. Wäre vielleicht ein Gesichtsserum, Full-Size-Parfüm, beim 60-Euro-Adventskalender, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Nee, aber vielleicht auch irgendwie eine coole Haarmaske, kann ich mir vorstellen. Mal gucken. Fühlt sich auf jeden Fall so an, als wäre da ordentlich was drin. Es ist, hatten wir das nicht letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon drin? Ich weiß es nicht. Biolyn, das Skin Gel Made in Germany, 30 Milliliter, das dürfte eine, ein Serum sein. Nein, das ist ein, was? Morgens und abends nach der Reinigung der Haut und der Anwendung von Eigel, das Produkt sanft auf die Haut auftragen. Ne, das ist tatsächlich ein Serum, ne? Würde ich jetzt tatsächlich einfach mal sagen. Zur Faltenreduzierung, ja, einfach ein Serum. Deswegen, das ist sehr, sehr hochpreisig. Feiere ich tatsächlich, dass es in der 24 drin ist und passt halt auch einfach. Bei einem Haar-Adventskalender, klar, hätte man gesagt, vielleicht eher so ein Haarprodukt hier drin, aber es ist halt hochpreisig und darüber freuen sich die Menschen. Ich glaube, das kostet... Kostet das nicht irgendwie 100 Euro oder so? Also dieser Adventskalender macht mich glücklich. Ich habe hier wirklich tolle Produkte drin für Gesichts- und Haarpflege, auch ein bisschen Körperpflege mit dabei. Die Parfüms finde ich schon geil. Vor allem finde ich es sehr, sehr nice, dass die hier auch Sprayer reingepackt haben. Das ist halt wirklich mein Vibe. Ein Hauch dekorative Kosmetik durch die Mascara finde ich klasse. Fußpflege finde ich großartig. Das vergessen so viele Leute, dass es einfach wichtig ist. Und nö, ansonsten ein wirklich gut gefüllter Adventskalender mit einem sehr wahrscheinlich sehr krassen Wert. Und für 59,99 kann man sich ja auf jeden Fall einen guten Adventskalender holen, der by the way halt auch echt nochmal wiederverwendbar ist, was ich auch immer sehr, sehr schätze. Und ja, das wäre es hier von mir gewesen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns super gerne austauschen. Sofern er noch verfügbar ist, ist der Link in der Infobox und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.